Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Frau Kittler, es ist wirklich traurig, was Sie in den letzten 5 Minuten aus dem gemacht haben, was wir in 10 Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Es ist traurig, was Sie übrig lassen von einer Bildungspolitik, die SPD und Linke im Konsens mit der Stadt gestaltet haben. Und es ist so traurig, dass Ihr Vorgänger im Amt als bildungspolitischer Sprecher und vor Ihnen sitzender Kollege Herr Zillig große Schwierigkeiten hatte zu klatschen, es mitunter gelassen hat. Es waren SPD und Linke, die zusammen mit Jürgen Zöllner die verbindliche Sprachförderung für alle Kinder in Berlin eingeführt haben. Es waren SPD und Linke, die in Berlin die verbindliche Sprachstandsfeststellung für alle Kinder, die keine Kita besuchen, eingeführt haben. Das war verbindlich, das war nicht freiwillig, das war verpflichtend, das war nicht freiwillig. Wenn Sie das heute als Zwang verleumden, verleumden Sie entweder Ihren eigenen Kurs, weil Sie sich nämlich von dem Weg der Verbindlichkeit verabschieden, hin zu einem, na ja, dann wollen wir das eben nicht mehr so, oder aber Sie haben sich schlicht und ergreifend umentschieden. Sie haben sich umentschieden, weil Sie sich nicht mehr dafür interessieren, die Kinder zu fördern, die keine Kita besuchen. Sie haben sich umentschieden, dass Sie Verbindlichkeit weglassen, wo Verbindlichkeit notwendig ist. Weil wir können es einfach nicht verantworten, dass Kinder, die mit 5,5 oder 6 Jahren der Schulpflicht unterliegen, kein Deutsch können. Und deshalb brauchen wir verbindliche Maßnahmen. Wir brauchen die für die Kinder und nicht gegen die Kinder. Und das war der klare Kurs von Rot-Rot, den Sie, Frau Kittler, nicht weniger als versuchen, hier zu atomisieren. Ich weiß nicht, was Sie hier machen. Ich weiß auch nicht, was Sie wollen. Aber für uns bleibt klar, wir wollen Förderung, wir wollen Verbindlichkeit und wir wollen eine Integration dieser Förderung selbstverständlich auch in den Kita-Alltag. Sie sagen, mit 4 ist das alles viel zu früh. Da sind die noch nicht beschulbar, da kann man die noch nicht sprachfördern, sagen Sie im einen Satz. Im anderen Satz sagen Sie, na, die werden ja gar nicht sprachgefördert. Das ist ja in den Alltag integriert. Ja, genau das ist ja der Punkt. Wir setzen die Kinder nicht auf eine Schulbank, sondern wir setzen sie in die gute Berliner Kita. Dort werden sie gefördert, dort bekommen sie im Alltag die Sprachkompetenz vermittelt, die es ihnen erlaubt, danach eine erfolgreiche Bildungskarriere an der Schule zu machen. Das bisschen Zwang, das nehmen wir gerne auf unsere Schultern. Dieses Maß an Verbindlichkeit, dazu stehen wir. Wir finden das richtig, das ist ein Angebot und wer Angebote nicht annimmt und fahrlässig handelt, der muss dann eben so wie bei der Schulpflicht auch in diesem Fall eine verpflichtende Maßnahme wahrnehmen. Eine Kita-Pflicht ist das nicht und als so etwas lassen wir das auch nicht verleumden. Aber klar ist, nur Verbindlichkeit führt zum Erfolg, weil wir dann sicherstellen können, dass alle Kinder die deutsche Sprache beherrschen. Erklären Sie uns, was Sie alternativ wollen. Wir haben das nicht verstanden bisher. Unser Weg ist klar. Vielen Dank, Herr Oberg. Möchten Sie replizieren, Frau Kittler? Bitte sehr. Herr Oberg, Sie wissen auch ganz genau, was Sie hier tun. Sie machen Folgendes. Unter dem Deckmantel einer Förderung, die, für die wir sehr wohl sind. Nee, schon immer waren, Herr Oberg, das wissen Sie auch ganz genau, was tun Sie? Sie machen daraus eine Ordnungsstrafmaßnahme, damit nicht etwa das Jugendamt sich mit den Eltern beschäftigt und sie versucht zu überzeugen von der guten Berliner Kita und dem Kita-Besuch. Nein, Sie drohen sofort und wenn Sie nicht kommen, dann bitte schön greift ein Bußgeld und das hat das Ordnungsamt umzusetzen. Ich glaube nicht, dass im Ordnungsamt Erzieherinnen und Erzieher sitzen oder Jugendhilfe-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mit den Familien arbeiten. Da sitzen die nicht. Die werden also irgendwelches Geld einkassieren und übrigens meistens von Familien, das hatten wir doch hier schon zigmal, die überhaupt kein Geld haben und die überhaupt nicht, wo sie überhaupt kein Geld holen können. Nee, da brauchen sowohl die Elternhilfe als auch die Kinder. Und genau das ist nicht Ihr Ansatzpunkt. Und wenn Sie hier sagen, ja, also das bisschen Zwang, na, also das nehmen wir doch in Kauf, na, ist ja sehr schön. Und wenn Ihr Kollege vorhin durchaus gesagt hat, hier dürfen wir nicht nach Geld fragen, dann erinnere ich Sie gerne
daran, wenn wir in der nächsten Haushaltsdebatte sitzen, wo Sie über 8.000 Euro diskutiert haben für Maßnahmen, die Sie selber gut fanden. Aber nein, dafür haben wir kein Geld. Aber jetzt plötzlich spielt ja Geld überhaupt keine Rolle mehr. Wir dürfen nicht mal mehr danach fragen, wie Herr Özyschik jetzt gerade gesagt hat. Aber wissen Sie, das ist auch nicht der Ansatz. Natürlich müssen wir für Kinder so viel Geld übrig haben, wie sie brauchen. Das ist, sage ich hier schon immer. Aber wenigstens müssen wir mal wissen, wie viel wir dafür übrig haben müssen. Das konnte gestern niemand von Ihnen sagen. Und Sie haben übrigens Ihren eigenen Senat da ziemlich in der Sonne stehen lassen. Wie immer haben sich weder die SPD noch die CDU an der Debatte, einer einstündigen Debatte im Hauptausschuss beteiligt.